Hallo ihr Lieben, ich möchte heute gerne darüber sprechen, wie Meditation mein Leben verändert und absolut positiv beeinflusst hat. Und mir ist das so wichtig, weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die nie die Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlen kann, komplett mit sich selber verbunden zu sein und auch mit allem um uns herum und mit allen Menschen und ja, der Schöpfung. Und ich finde das sehr traurig, wenn man das nie erlebt hat. Und bei Meditation ist es ja einfach so, dass es mittlerweile ja auch ganz viele Forschungen gibt und viele Studien, die einfach herausgefunden haben, dass Meditation ja unglaublich heilsam ist und also die Gehirnstrukturen verändert und die Gesundheit verändert, dass man langsamer altert zum Beispiel, also man lebt länger, wenn man meditiert. Das sind so krasse Argumente eigentlich für Meditation, dass es mich wundert, dass es so viele Menschen gibt, die das eben noch nicht machen und noch nicht angefangen oder ausprobiert haben mal. Und was ja eigentlich das zentrale Element von der Meditation ist, ist ja im Hier und Jetzt anzukommen. Und ich war und bin teilweise ja einfach ein Mensch, der sehr viel nachdenkt. Und sich sehr oft auch in diesen Gedanken verliert oder verloren hat in der Vergangenheit. Und das ist ja teilweise schon so weit gegangen, dass ich einfach nur noch in meinem Kopf drin war. Und eigentlich den Moment, wo ich gerade drin war oder die Situation, in der ich gerade drin war, komplett vergessen habe und die ist komplett an mir vorbeigerauscht und hat mich nicht mehr erreichen können. Und dadurch ist natürlich eine unglaubliche Unzufriedenheit entstanden. Und bei mir war das dann immer so, dass ich ganz viel überlegt habe, wie kann ich mein Leben denn verbessern? Was kann ich tun, damit es alles besser wird? Und ich bin immer davon ausgegangen, dass die Situation, in der ich bin, einfach schlecht ist und dass ich mich deswegen nicht gut fühle. Und habe dann halt immer geplant, also für die Zukunft. Welche Ausbildung kann ich machen, dass meine berufliche Situation besser wird? Wo kann ich hinziehen, damit ich mich wohler fühle? Wenn ich eine Beziehung hätte, dann wäre das ja alles irgendwie besser. Wenn ich so und so viele Freunde hätte. Also ich war praktisch immer dabei zu analysieren, was eigentlich falsch läuft und habe versucht, eine neue Lebenssituation zu erschaffen oder zu erreichen, in der ich dann endlich glücklich sein würde. Der Witz daran ist, dass ich mittlerweile weiß, dass ich eigentlich nur im Hier und Jetzt glücklich sein kann und nur im Hier und Jetzt eigentlich das finden kann, was mich zufrieden macht. Und das ist was, was viele Leute nicht wahrhaben wollen, weil das eine wahnsinnig unbequeme Wahrheit ist, weil wenn ich im Hier und Jetzt glücklich sein kann, Das Hier und Jetzt, das fühlt sich doch gerade total scheiße an. Wie soll denn das gehen? Nein, ich will raus, ich will weg, ich will den Zustand loswerden. Und das ist ja immer das, was wir halt dann fühlen in dem Moment. Und das ist halt erstmal die Schwelle, die überwunden werden muss. Und man muss erstmal in dem Moment überhaupt anfangen, das zu fühlen, diese Unzufriedenheit zu fühlen, diese Unruhe zu fühlen und auch den Schmerz, den man ja dauerhaft in sich trägt, wenn man so unzufrieden ist. Und das wollen, glaube ich, die meisten Menschen nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht, aber bei mir ist irgendwann der Leidensdruck so groß geworden, dass ich einfach irgendwie dahingespült wurde und gemerkt habe, ich muss was machen. Und ich muss was ändern und ich muss was tun. Und was eben die Meditation macht, ist, dass sie uns ja wahnsinnig in den Moment bringt. Wenn ich meditiere, dann sitze ich einfach da und ich spüre mich und ich spüre meinen Atem und es ist alles, was ich mache. Und das bedeutet, ich bin im jetzigen Moment präsent.
und ich bin mit mir selber gerade präsent. Das heißt, ich spüre alles, was in mir gerade abgeht, an Emotionen, an Körpergefühlen, vielleicht auch an physischen Beschwerden in dem Moment. Ich höre alles um mich herum, ich spüre alles. Ich spüre, wo ich sitze, ich spüre meine Organe, meinen Herzschlag. Und da spüre ich eben halt auch unangenehme Dinge. Aber genau das ist ja der Sinn der Sache, weil wenn ich die unangenehmen Dinge zulasse und spüre in dem Moment und den Raum gebe, dann werden die mich irgendwann verlassen. Wenn ich immer meine Kraft darauf verwende, meine negativen Emotionen zu bekämpfen, dann werden sie immer stärker kommen, weil sie wollen ja gefühlt werden. Und sie sind ja da, weil sie mich auf etwas hinweisen wollen, weil sie mich auf einen Missstand in mir hinweisen wollen. Und wenn ich sie immer ignoriere und wegdrücke, dann werden sie halt immer lauter und ich muss immer zu krasseren Maßnahmen greifen, um sie zu betäuben. Und da gehört, glaube ich, für viele Menschen mittlerweile dazu Alkohol, irgendwelche anderen Drogen, Fernsehen, also sich zuzuballern mit diesem ganzen Medienkonsum. Ich gucke mittlerweile so gut wie gar kein Fernsehen mehr, weil ich merke, dass es mich halt auch von mir wegbringt. Und es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die man nutzen kann, um sich abzulenken von diesen Gefühlen, die man halt nicht haben will und die man auch irgendwann immer intensiver unterdrücken muss. Und in der Meditation, deswegen finde ich, Meditation ist ja auch echt total mutig. Wenn ich sage, ich fange an zu meditieren, finde ich das saumutig, weil man ja in dem Moment sich auch entscheidet, diese Gefühle zuzulassen, die wahnsinnig viele Menschen mit allen Mitteln unterdrücken. Und wenn wir das machen, dann fangen wir halt an zu heilen. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was wir uns machen können. Und am Anfang ist es hart und am Anfang ist es nicht einfach, aber wenn wir dann mal diese Schwelle überwunden haben, dann kommt in uns ein Frieden und eine Stille, die wir vorher gar nicht erfahren haben und die wir gar nicht wussten, dass sie überhaupt existiert. Und wir kommen in einen Frieden mit uns selbst, mit der ganzen Umwelt eigentlich. Also mir geht es so, dass ich zum Beispiel mich einfach nicht mehr über Menschen so aufrege. Also ich hatte früher immer so eine wahnsinnige Wut, die dann ausgebrochen ist in bestimmten Situationen und auf die ich auch reagiert habe und die mich dann total runtergezogen hat, weil ich halt mich so stark davon kontrollieren lassen habe und das habe ich halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir uns, wenn wir nicht meditieren und nicht achtsam durchs Leben gehen und nicht in unseren Körper spüren, dann verlieren wir einfach uns und den Zugang zu dem, was wir wirklich sind, weil uns alles, was wir denken und was wir fühlen, kontrollieren kann. Weil wir denken, dass wir das sind. Aber wir sind weder unsere Emotionen noch unsere Gedanken. Wir können einen Schritt zurückgehen und wir können beobachten. Und das ist ja genau das, was wir in der Meditation machen. Also ich mache die Erfahrung, ich muss nicht denken, ich muss nicht diese Gedanken zu Ende machen, ich muss nicht in dieser Emotion stecken bleiben und mich von ihr runterziehen lassen, sondern ich kann da rausgehen, indem ich atme und spüre, was gerade ist, anstatt diesem Gedankenkarussell nachzugeben. Und das verändert alles. Wirklich alles. Man kann es vielleicht nicht glauben, wenn man das jetzt hört und das noch nie selber erfahren hat oder noch nie gemacht hat. Aber stellt euch mal vor, wie wunderbar das ist, wenn man einfach in einer sehr emotionalen Situation oder in einer Emotion steckt, die einen sehr mitnimmt, die einen sehr großen Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Und man kann einfach in dem Moment sagen, ich steige jetzt aus und ich bleibe da nicht drin. Und das ist genau das, was wir in der Meditation üben und was wir lernen. Und deswegen haben wir dann die Wahl, rauszugehen aus der Situation, dass sie uns nicht kontrolliert, dass uns die Emotionen nicht kontrollieren. Und dass wir aufhören können zu denken. Weil wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann gibt es eigentlich nichts, worüber wir nachdenken müssen, sondern es geht darum, zu spüren, was jetzt ja gerade da ist. Und das ist ja eigentlich die einzige Realität und das Einzige, was zählt. Es zählt nicht, was habe ich gestern gemacht, was mache ich morgen. Klar, manchmal muss man über die Dinge nachdenken, aber
Die Frage ist, kontrollieren mich diese Gedanken und treiben die mich immer an oder kann ich entscheiden, dass ich in dem Moment darüber nachdenke? Und da ist halt die Gegenwärtigkeit einfach wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig wichtig. Und wenn ich gegenwärtig bin, dann sehe ich Dinge, also seit ich so meditiere und bewusster bin und achtsamer bin, fallen mir so viele Sachen um mich herum auf, die ich vorher nicht wahrgenommen habe und die ich auch nicht geschätzt habe. Die Natur, die Menschen, Gerüche, Geräusche. Und ich empfinde das alles als ein wahnsinnig großes Geschenk und als ein Reichtum, den ich habe. Aber dafür muss ich im Moment sein und in der Gegenwart. Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen inspirieren können und motivieren können, vielleicht mal auch auszuprobieren. Es reicht schon, mal 2 Minuten einfach sich hinzusetzen und zu spüren und zu atmen und zu gucken, was passiert. Ja. Und wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch, schreibt mir was drunter und dann werde ich mehr dazu sagen oder auch Fragen beantworten. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag euch allen und Namaste. Danke fürs Gucken.